Herzlich willkommen zu Let's Play zu Elex und zu meiner Wenigkeit den Capella. Nur als kleine Info, was Kaya da wieder für Movements hat und nackig barfuß läuft. Ja, ich hatte einen schönen Bluescreen, sage ich mal, ne? So wie man das ja kennt von der Blaze ebenfalls, der Bluescreen, und die Aufnahme ist für den Arsch. Tja, tut mir leid, ich kann das leider nicht ändern, weil die Aufnahmendatei auch komplett weg ist. Ich habe nichts wirklich weiter gemacht, außer dass wir uns von der Höhe erstmal dahin geportet haben und von da aus bis nach oben gelaufen sind. Die Alps, die wir im letzten oder vorletzten Part getroffen haben und dem wir ja eigentlich zugesichert haben, dass sie Hilfe kriegen von uns, die wurden einfach mal kurzerhand abgeschlachtet und sind tot. Die Alps hier vorne, das sind zwar alles geschwächte Alps, aber eins kann ich euch verraten, wir brauchen es gar nicht probieren, denn die Alps sind erstens mal in der Mehrzahl zu fünf und alle heizen sie natürlich mit ihren Knökerknarren rum. Das heißt wiederum für uns, wir haben keine Chance, weil wir kommen nicht ansatzweise ran. Wir müssten theoretisch zu jedem Gegner irgendwie nah ran, damit er seine scheiß Waffe wegfallen lässt. Das wäre zwar noch eine Idee, was ich mal ausprobieren könnte, aber ich glaube, das wird so an sich nichts. Wir brauchen erstmal bessere Ausrüstung. Die Aufgabe können wir uns erstmal am Popo abschmieren. Ich krieg einen zu viel. Die hält so viel aus. Aus. Oh, danke, dass du da bist. Das hätte schief gehen können. Das ist der Nachteil. Und dafür kriegt man 60 Erfahrung. Ihr wollt mich doch kaputt machen. 60 Erfahrung. 60. Und mein scheiß Wecker klingelt. Entschuldigung, ich hoffe, ihr hört den die ganze Zeit nicht im Hintergrund. Oh, scheiße, nee. Was ein Start. Das war jetzt eigentlich der Wecker für die Aufnahme von hin. So, dann mache ich jetzt mal 10 Minuten. Das müsste ja wohl reichen. Kater steht wieder auf, okay. Oh, diese scheiß Spinnen. Ich mag die schon jetzt absolut nada niente. Sie sind echt scheiße schwer zu besiegen und geben einen Scheißdreck an Erfahrung, muss man ja mal sagen. Das ist absolut nix. Das ist echt traurig. Deswegen bin ich echt vorsichtig, hier rumzueiern und rumzugurken. Ich hab hier echt verrottete Überreste einer längst vergangenen Zivilisation. Was seid ihr? Seid ihr etwa das, was ich denke? So ein kann ich mir ja noch vorstellen. Aber die haben auch schon. Die können auch blocken, ich glaub's ja. Nee, das wird nix. Das wird ein Satz mit X, das wird nix, aber wir können ja mal ganz kurz ein bisschen was klauen. Zigarettenstangen, ganz wichtig. Scheiße, das war's dann auch schon. Okay, gut, abhauen, abhauen, abhauen. Es bringt uns hier alles nichts. Hier machen wir uns keine Freunde. Was haben wir hier noch? Was macht die Mutanten eigentlich, wenn ich hier oben drauf bin? Und dann? Ach, die können Granaten werfen. Ich erledige das.
komm hier rauf, ich lach mich weg. Einen haben wir ja schon fast tot, ne? Ja, ja. Also, mal davon abgesehen, dass wir auch bei tot sind, aber... So, und jetzt? Hä? Wollt ihr Granaten werfen? Ja? Na, dann werft mal. Ihr habt da noch ein bisschen Gift. Was ist mit dem anderen? Dürfte ich den auch anvisieren? Bitte? Oh, da haben wir schon wieder eine Spinne. Könnte ich eigentlich Mana sippeln, so während des Kampfes jetzt hier, so unspektakulär, wie es ja ist gerade. Aber nutzen wir doch einfach mal Eiskalt aus. Wir haben die Möglichkeit von da aus. Oh, guck mal hier, ich habe noch Feuer für euch. Ah, gegen Feuer sind sie anfällig anscheinend. Da brennen sie schön. Guck mal, da knuspern sie schön. Das ist doch schön. Ach ja, 125 Erfahrung. Dankeschön. Ich glaube, wir sollten öfters mit Mana arbeiten. Finde ich bislang ganz gut. Ist zwar ein bisschen Fail. Da hätten sie gerne machen können, dass die Gegner Bögen haben. Aber dann hätte ich mich wahrscheinlich auch darüber aufgeregt, wie krass die KI hier einfach mal ist in dem Spiel. So. Könntest du deine Zauberwaffe wieder einpacken? Dankeschön. Immerhin geben sie ein bisschen Elix. Knochen haben wir sogar auch noch bekommen. Und wir können uns sogar den Ort, wo die jetzt da gerade was verbuddelt haben oder was auch immer das da war. Ein kleines Lägerchen hatten sie ja da, ne? Können wir uns hier mal ein bisschen genauer umgucken. Aber ich glaube, das ist jetzt hier nicht spektakulär. Außer ein bisschen Elix auf dem Boden. Darüber lache ich mir auch immer einen Ast, dass hier so einzeln Elix rumliegt. Wenn man bedenkt, dass man fast 10.000 Elix braucht für eine Rüstung. Dann kannst du dir vorstellen, kannst du ja mal ganz grob ausrechnen, wie ein Fuchs, wie viel Elix du denn einsammeln musst. Lieber Zuschauer. So, da war eine Spinne, die können wir schon mal ganz knusperknäuschen vergessen. Die machen wir nicht. Wie, hier kommen auch noch Spinnen aus dem Boden. Ich hasse es wie die Pest. Gegner, die du nicht sehen kannst, aber da sind. So, der hinten ist zum Beispiel auch eine Spinne. Aber ganz im Ernst, wenn die Spinne nur 60 Erfahrung gibt, dann gebe ich da echt einen Scheiß drauf. Das ist echt ein Witz. So, da haben wir noch ein paar Gegner, die wir töten können. Da haben wir wenigstens... Ach du Scheiße, sehe ich das richtig, was ich da hinten sehe? Ich treffe den nicht. Ist doch ein Witz. Aber den da hinten besiegen, wage ich auch nochmal zu bezweifeln. Weil das ist ja genau das Vieh wie von Kaja, deren Aufgabe. Deswegen wäre das mal ganz interessant. Wir speichern mal ab. Das ist eine Idee. Auch wenn ich dann sehr ungutes Gefühl habe. Wohl bemerkt. Sehr gutes, ungutes Gefühl. Ich müsste mir vielleicht noch so einen Trank auch noch auf einen Quickslot knallen. So einen Mana-Trank. Aber ich hoffe ja, dass die Feuer anfällig sind oder so. Naja, das ist auch noch so eine Spinne, ey. Nicht gut. Gar nicht gut. Achtung! Ey, kannst du vergessen. Kannst du vergessen. Der kann spucken, habe ich das richtig gesehen? Den Kampf schlagen. Nee, brauchst du auch nicht kämpfen gegen. Gut, gut zu wissen. Der Wahnsinn, überleg mal. Und so eine. Also. Was zum Henker? Ich dachte, dass man deswegen jetzt nicht unbedingt stirbt, aber okay. Ist in Ordnung. Elix ist ja bekanntlich das Spiel des Sterbens. Nee. Ja, heute besteht das Spiel zum mehrfachen Teil aus Ladebalken. Tut mir ja jetzt schon leid, liebe Leute. Okay, nicht angreifen. Nicht angreifen. Alles ja, aber nur nicht das. Nicht angreifen. Das ist einfach mal ein Gegner, den wir zu anderen Zeiten mal machen dürfen. Weiß zwar noch nicht wann, aber... Irgendwann wird mal der Tag kommen,
Ich hasse es wie die Pest. Ganz im Ernst. Target, bitte. Überlegt mal, was die Leute vom Berserker-Team für einen Schaden machen, wenn ich da kein. Witz. Erfahrung. Immer noch ohne Worte. Immerhin, wir kriegen Fangbeine. Ich hoffe ja, dass man diese Fangbeine irgendwie relativ verkaufen kann, aber ich habe so meine Zweifel. So, wir speichern gleich wieder ab. In dem Spiel nach jedem Gegner eigentlich gar keine so unratsames Handeln. Oh, das ist schon wieder Giftbrühe. So, gib mir auch auf. Ja, wo wir hin wollen. Gift. Gar nicht gut. Ja. Ich weiß, da willst du mir nicht folgen. Kann ich auch nachvollziehen. Da würde ich selber nicht gerne reinlaufen. Außer ich habe die super Resistenz. Was greifst du denn da an? Was zur Hölle? Was war da bitte? Ein kleiner Schmetterling. Oder sowas ähnliches. Wer weiß. Wir werden es nie erfahren. Lass mich raten. Hier ist wieder irgendwas eingebuddelt. Sieht jedenfalls stark danach aus, dass hier gleich wieder was ausgebuddelt kommt und dann sagt, hallo Capella. Grüß dich. Wollt mal vorbeikommen zum kleinen Snack. So ungefähr in diesem Dialekt auch. Aber nee. So, wo sind wir denn jetzt, Garten? Oh Gott, ich sehe schon, was da hinten lauert. Ja, wir kommen wieder. Ist das nur ein Rappi? Nee, nur ein Rappi wäre ja auch viel zu viel. Nur ein Rappi wäre ja auch viel zu einfach. Ach, wir haben kein Mana. Schon wieder nicht. Okay, ich packe mir jetzt diesen scheiß Mana-Trank auf den Quickslot. Also, wir haben doch noch mehrere Mana-Tränke, oder? Wir haben auch sogar kleine. Ja, schön, dass ich... Warum kann ich den nicht im Quickslot? Kleiner Edix-Trank kann ich mir komischerweise im Quickslot zuweisen. Obwohl das ein Trank ist, den ich einmal trinke und dann ist er weg. Ich meine, es ist beim Mana-Trank auch so, aber... Beim kleinen Mana-Trank kann ich das nicht im Quickslot benutzen? Warum nicht? Kann mir das jemand erklären? Nee, anscheinend nicht. Okay. Finde ich gerade ein bisschen seltsam. Warum auch immer. Okay, Kleriker können das nur benutzen. Habe ich abgespeichert? Ich laufe in die falsche Richtung, glaube ich. Ich speichere jetzt. Ah, nee, müssen da. Doch, speichern. So, dann mache ich mal einen kleinen Cut. Ich höre den Timer nicht, ich muss mehr auf den Timer achten. Den hört ihr wahrscheinlich im Hintergrund, das ist total ätzend. Ja, mache ich erstmal einen kleinen Cut. Okay, so. Dann probieren wir mal unser Glück. Das ist ein Skeg. Es geht los. So, jetzt haben wir dem alles gegeben. Feuer und Gift. Nee. Nicht gegen zwei. Kannst du. Ich will jemanden nerven. Ja, ist klar. Okay, gut, wir laufen ein bisschen. Gucken uns mal die Gegend ein bisschen an. Da haben wir zwar auch noch einen Gegner, aber und weiter rennen. Problem ist, wir rennen jetzt hier wahrscheinlich noch tiefer in die Scheiße rein, als uns lieb ist. Ach, die können ja auch noch spucken. Da war ja was. Nee, kannst vergessen. Okay, gut. Ich würde sagen, wir verziehen uns aus diesem Gebiet. Da, wo ich abgespeichert habe, ist alles in Ordnung.
Aber bringt uns so nichts. Wir sterben mehr als alles andere momentan. Schade, dass dieses Gebiet so heftig ist. Obwohl es nicht... Finde ich ja so ein bisschen nachteilhaft an dem Spiel. Obwohl das nicht ins Bild passt, wenn ich ehrlich bin. Passt nicht. Momentan... Also, ich weiß nicht, ist vielleicht meine subjektive Meinung. Momentan habe ich eher das Gefühl, dass die Gegnertypen hier alle so querbeet überall hängen. Also sprich, dass du nicht überall an der... Also du hast nicht die Garantie, dass du an gewissen Ecken, sag ich mal, so ein konstantes Levelgebiet für dich hast. Bleib hinter mir! Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Wahrscheinlich, aber auch nur. Da haben wir noch ein Vieh, das können wir uns auch noch holen. Vielleicht hoffentlich ein besserer Weg als alles andere hier. Also, dass die Gegnertypen viel zu wild, dass die zu wild herumgewürfelt sind. So habe ich eher das Gefühl. Das macht natürlich das Leveln ziemlich schwer. Beziehungsweise man hat gar nicht das Gefühl, irgendwo richtig zu sein. Eigentlich hat man eher das Gefühl, überall irgendwo falsch zu sein, um ehrlich zu sein. Oh, was haben wir denn da hinten? Das sieht ja fett aus. Aber lass mich raten, da dürfen wir nicht hin, weil die Gegner zu stark sind. Habe ich sie jedenfalls im Stuhlgang, wie eh und je. Ich sehe schon, hier gibt es wahrscheinlich an jeder kleinen Ecke irgendwo eine kleine Kostbarkeit, die uns wahrscheinlich helfen könnte, aber ja, ich sehe sie nicht oder bin zu vorsichtig. Aber das Spiel macht es einen auch nicht unbedingt einfacher. Was haben wir hier? So ein kleines, sieht aus wie ein Lager. Viel zu ruhig. Könnt ihr jetzt eigentlich vorstellen, dass hier gleich ein Gegner irgendwo auftaucht. Haben wir hier aber nur anscheinend... Goldener Kelch! Hey, das ist doch mal was Schönes. Damit können wir noch was anfangen. So, sieht hier sehr unberührt aus, muss man ja mal sagen. Interessant. Vielleicht finden wir ja auch noch einen Teleport. Das wäre ja doch immerhin was Schönes. Bevor wir da jetzt langlatschen. Oder gucken wir nochmal. Nur gucken. Gucken kostet ja nichts. Was ist das da? Hier ist nichts. Kein Gegner? Nee. Komm, ist doch viel zu ruhig hier. Hier sah mal so aus, als wenn hier jemand gewesen wäre. Öllampe, Heiltrank, Brause, Mana-Trank. Da hinten ist noch ein Eisenerzbrocken. Aber irgendjemand wurde hier auch abgeschlachtet. Das ist natürlich klar erkennbar. Mutantenkraut. Hoffentlich sind hier keine. Die Musik wird ein bisschen düsterer. Das gefällt mir nicht. Aber bislang alle chic. Radioaktivität. Okay, da können wir auch nicht hin. Kleiner Beißer. Die tun uns ja nichts mehr. Das ist ja alles. Ah, das war mal knapp. Hat nicht mehr viel gefehlt. Der hätte er selber losgelegt, der kleine Hosenscheißer. Das sieht schon fett aus, der im Hintergrund. Da würde ich natürlich gerne hin. Wo sind wir denn eigentlich? Da unten. Können wir eigentlich den Strand entlang? Wahrscheinlich. Wäre ja interessant zu wissen, was wir hier so haben und finden. Momentan ist hier ein bisschen leere. Das finde ich auch noch, also, weiß nicht, ist das euer Gefühl auch? Also, gewisse Stellen sind zwar schön, aber sie sind leider so leer. Und hier haben wir meinen Raptor. Ich kack mir ins Hemd. So, Raptoren sind... schlagen wir gemeinsam. Haben wir... Da haben wir auch ein Gift. Also ich finde, die hätten ruhig gerne... Ist jetzt ein Witz. Das ist ein Witz. Wo kommt das Vieh denn jetzt weg? Was zum Henker? Nehmen wir jetzt ernsthaft. Noch eins. Okay, gut. Vergesst's. Da gehen wir auch nicht lang.
Können wir vergessen. Können wir absolut einfach... Nö. Liebe Leute. Einfach mal... Nö. Okay, gut. Aber immerhin. Uns werden... Ach ja, stimmt ja. Da war ja was. da war Radioactive. Da war doch was. So wird uns das Spiel immer wieder ganz gerne zeigen. Ist zwar schön, was du davor hast, aber... Ist das nur einer? Wenn das nur einer ist, dann bumst ich den gerne. Also nicht wortwörtlich, liebe Leute. Ah, da sind mehrere. Könnt ihr vergessen wieder. Nee. Können wir auch wieder vergessen. Ist auch radioaktiv natürlich. Was wäre es auch andere... Was wäre... Wäre ein verstrahltes Gebiet ohne Mutanten. Ist klar, verständlich, kann ich nachvollziehen. Haben sie gut platziert, die Hersteller. Wunderbar, toll hinbekommen. Haben sie gut in Verbindung gebracht. Gut, dann gucken wir uns halt die andere Seite mal an. Vielleicht haben wir ja hier mehr Glück mit Erfahrung sammeln. Da haben wir jedenfalls einen Rapin alleinstehenden. Das ist doch schon mal was. Nee, Gift würde ich ganz gerne nicht nehmen. Ich würde ganz gerne Feuer nehmen. Vorsicht! Und Gift. Haben wir einmal die ganze... Okay, er speichert gerade selber ab. Mich würde auch interessieren, spawnen Gegner eigentlich in dem Spiel? Weiß ich gar nicht. Ob sie das regulär tun, ob sie da so einen Algorithmus haben. Ich befürchte, dass wir hier auch gleich wieder bald an unsere Grenze stoßen. Was sind das denn da hinten? Das sind Outlaws, sehe ich das richtig? Ja, leider nicht. Ich speichere lieber ab. Das sieht nach einem Banditenlager aus. Könnten wir rein theoretisch eine Chance haben. Ja, Banditen. Die haben auch knapp, sehe ich gerade. Nicht zu klein. Auch noch rot. Nee. Gut, dass ich abgespeichert habe. Gut, okay. Ist auch ein Tabuthema, das Gebiet. Schade eigentlich. Das gibt's nicht. Überall kriegen wir auf die Fresse in dem Spiel. Überall. Egal, wo wir hingehen. Scheißegal. Ich würde auch sogar behaupten, selbst wenn wir schon unsere Rüstung hätten, unsere Kriegerausrüstung, selbst wenn, wir kriegen trotzdem auf die Fresse. Könnt da drauf, ich würde da drauf alles verwetten, was ich habe. Uns fehlt es einfach an Stärke. Ich weiß nicht, inwiefern ich auch natürlich falsch geskillt habe. Das kann natürlich auch irgendwo sein. Aber... Das ist jetzt so alles dahingestellt. Vielleicht hätte ich da besser skillen können, etc. Aber es ist so alles hätte, wäre, können. Immerhin ein Raptor. Den gönnen wir uns nochmal. Könntest du? Ah, okay. Raptoren gehen ja noch. Siehst du, da muss ich gar nichts mehr machen. Da brauche ich nur zweimal zaubern und schon ist das Ding kaputt. Da kriegen wir auch immerhin Krallen. Das können wir alles verschärfen. Das ist alles schön und gut. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, wir sind jetzt auf der Rückseite, wo die Banditen waren. Ja, das ist die Rückseite. Aber vielleicht finden wir ja eine Möglichkeit, irgendwie so ein explosives Geschoss oder was auch immer. Es macht ja Spaß zu erkunden, wenn man denn nicht dabei draufgehen würde an jeden... An jede 5 Meter, sage ich mal. Ich glaube, das wird ein hammerhartes Let's Play. Also ein sehr langlebiges Projekt, liebe Leute. Wird wahrscheinlich den einen oder anderen nicht unbedingt gefallen, weil das Spiel jetzt nicht unbedingt mit Qualität protzt. Aber ich als eingesessener Fan, tut mir leid, muss das Spiel spielen. Okay, hier ist auch wieder Totenstille. Boah, was? 2 von den Viechern? Alter Falter. Ich weiß auch nicht, was man da skillen soll.
Conny haben wir ja momentan relativ hoch. Die muss ich auch momentan gar nicht mal so skillen. Können wir auch vergessen. Können wir vergessen. Brauchen wir gar nicht weiterlaufen. Gut, ich hau hier ab, Leute. Das bringt nichts. Da beißen wir uns nur selber in den Schwanz. Von da aus suche ich mir jetzt mal ein Gebiet raus. Hier bei den Alps. In Richtung zu den... Da gucken wir einfach mal ein bisschen rum. Da waren wir ja letztes Mal auch ziemlich gut unterwegs. Haben auch relativ gut Gegner getötet. Da waren auch einige. Ich denke mal, da unten... Das ist einfach so verbotene Zone, wortwörtlich. Muss ich wortwörtlich so sehen. Also, mal so als grobe Erklärung, warum ich das so widersprüchlich finde vom Spiel. Also, du hast zum Teil am Anfang eine Quest, um überhaupt bei den Berserkern angenommen zu werden, wo du ja zum Teil in die Richtung schon mal musst. Oder musste man da schon runter? Ich glaube nicht, dass man da runter musste. Das zwar noch nicht, aber du hast schon relativ am Anfang eine Quest bekommen, wo du das machen musstest. Und das kann ich denn irgendwo nicht nachvollziehen. Wenn das so ein heftiges Gebiet ist, warum muss man denn da extra jetzt nochmal hin? So, hier haben wir ganz viele Separatisten, die tun uns aber anscheinend nichts. Will ich doch hoffen. So, mit den... Oh. Kirax? Oh, 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 oh. Liebe Leute... Oh, weiß ich warum. Gruselig. Ach, das findet sie auch wieder gruselig. Interessant. War Kirax nicht etwa der Scheißer, der uns töten wollte? War dir das nicht, liebe Leute? Lass dich nicht wieder über den Haufen schießen. Ach so, nee, das war der. Okay, gut. Hab nichts gesagt. Okay. Okay, gut. Ach du Scheiße. Wo geht's denn da lang überhaupt? War das jetzt die Station, wo wir da hinten waren und runtergehüpft sind? Nee. Nee, nee, nee. Das ist es nicht. Wir können es ja trotzdem mal machen. Ist doch Wumpe. Außer wir. Hallo, Wuffi. Wir sind hier. Ja, brav. Komm her. Oh, Schakal. Die bringt sogar ein bisschen mehr Erfahrung. Oder? Okay, bring genauso viel wie oh Gott, liebe Leute, ich kann nicht mehr, das ist mir... oh ne, herrlich. Ach ja gut, aber wir töten alles, was wir kriegen können. Kommt mal her. Kommt mal her. Oh, was sehe ich denn im Hintergrund? Schon wieder Gefühle. Ja, natürlich auch nicht alleine oder so. Nö, nö. Ah, da haben wir noch einen Piepmatz. Den gönnen wir uns auch mal. Das meine ich. Also dieses kunterbunte Gegnerverhalten hier in dem Spiel, das ist der Wahnsinn. Ich habe da so das Gefühl, also die schöne große offene Welt ist prima. Aber ich finde, irgendwo haben die Spielehersteller da so ein paar Sachen nicht unter Kontrolle bekommen. Also, logisches Monster, also nicht logisches Monster, sondern ein angemessenes Monsterverhältnis bezüglich der Spielgegend, wo man levelt. Die finde ich unangemessen. Ach so, okay, wenn das nicht im Fokus ist, dann kannst du da auch gegen Baum hauen. Okay. Das sind immerhin 10 Erfahrungen. Ein paar Krallen, ein paar Knochen. Können wir alles mitnehmen. Wunderbar. Dankeschön. So, wo laufen wir denn jetzt gerade hin eigentlich? Also, dieser Part ist momentan echt zäh wie Kaugummi. Entschuldigung. Musste raus. Da oben hoch könnten wir. Oder hier in den Wald reinlaufen. Oder was heißt Wald? In so einem Abschnitt hier oder was? Wir müssen echt nur aufpassen, dass wir hier nicht auf große Kackgegner treffen. Auf große Kackiwürste. So kann man es auch ausdrücken. Hier speichert er schon mal ab. Da heißt ja in der Regel immer... Heißt in der Regel immer Scheiße. Nö, nö. Ist in Ordnung. Kommt der? Nee, er kommt nicht. Gut. Also, kann man so grundlegend sagen, wenn das Spiel speichert, könnte er eigentlich schon umdrehen. Braucht er gar nicht weiterlaufen.
So, vielleicht mache ich auch was falsch. Vielleicht fällt ja auch den einen oder anderen auf. Mensch, Capella! Was? Was hat mich denn jetzt schon wieder gesehen? Mr. Rappi mit Kürbiskernköpfen. Mal gucken. Ich gönn mir erstmal im Inventar. Die Zeit muss sein, liebe Leute. Aber hey, den schaffen wir. Keine Munition mehr. Achso, keine Muni mehr. Steinklaue schaffen wir also, wunderbar, gut zu wissen, alleine wohl bemerkt. Ach, guck mal, jetzt haben wir einen Quickslot. Habt ihr das gesehen? Oder bin ich bescheuert? Da, Quickslot. Gab's vorher nicht, oder meines Erachtens, oder? Da wusste ich echt bekloppt bei. Jetzt haben wir einen Quickslot. Sehr schön. Jetzt können wir die Mana-Tränke auch schneller mal einsammeln. Was haben wir denn hier? Elex. Metallschrott. Nehmen wir immer gerne mit. Schrott ist immer gut. Mit Schrott kann man so viel anfangen. Mit eigenen Toaster bauen. Okay. Da ist ja noch so eins. Ja, komm, weg damit. Achtung! Ja, ich glaube, kämpfen sollte ich nicht gegen das Vieh. Ja, Karja, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Na also, so möchte ich das sehen. Das ist natürlich zum Nachteil für mich. Danke, dass du da warst. Achtung! Ja, kein Ding. Ah, nein, nicht leben! Trink was! Oh ja, das war gut. Oh Gott! Mach es kaputt! Oh Gott, Herr im Himmel! Schon ein bisschen anstrengend, das Leveln, muss man ja mal sagen. Also das kostet echt Nerven. Da brauchst du Nerven aus Stahl für dieses Spiel. Oh, du bist auch verrückt bei ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Oh, was haben wir denn da? Das sieht aber nicht unbedingt nach einfachen Gegnern aus. Das ist ein Reißer. Zwei Stück davon ist natürlich schon, glaube ich, ganz schön bitter. Bleib hinter mir! Könntest du, dankeschön. Könnten wir unsere Kollegin erstmal wieder befreien? Ah, da ist sie ja. Mensch, guck mal. Ich habe da ein paar Kollegen mitgebracht. Hauptsache, sie ist schon wieder tot. Ein paar Flämmchen hier. Hier kommen sie aber zum Glück erstmal nicht ran.
machen so komische Sachen. Oh, kann ich sie von hier aus anschießen? Okay. Hab nichts gesagt. Scheiße, wo ist der andere eigentlich? Der ist ja gleich hier. Warte mich! Hauptsache, sie liegt dann auch erstmal bewusstlos da. Erstmal eine halbe Stunde. Komm. Jawoll. 60 Erfahrungen. Yay. Da brennt doch die Hütte, meine liebe Leute. Ach, der hat Full Life wieder. Es geht los. Tja. Meine Güte, Hauptsache die kriegen wieder Full Life. Das finde ich ja ein bisschen unfair. Ich bestehe auf mein Recht, dass das Leben dann so bleibt, wie es ist. Bei dem ganzen Mist vergisst man immer schnell, wie schön es hier eigentlich ist. Ja, bei dem ganzen Mist, da hast du wohl recht. Der ganze Mist, der hier einen die Fresser. Nee. Was macht die? Noch so ein Vieh. Na wunderbar, aber ist ja nur einer. Den müssen wir ja schaffen, oder? Solange hier nicht gleich fünf rausknuspern. Komm mal her hier. Bleib hinter mir! Ja, dann mach doch mal Action! Immer die super knusper Sprüche auf Lager hier, die Frau, aber. Ernsthaft? Achso, ich hab's gar nicht getroffen. Na, dann ist ja gut. Na also, auch tot. Wie viel Erfahrung brauchen wir denn eigentlich, Gottverdammt? Was wir hier nicht schon alles getötet haben, das ist ja Wahnsinn. Wo sind wir denn hier eigentlich? Ich habe so das Gefühl, wir laufen im Kreis oder... Das sieht alles wieder so fremd aus. Waren wir schon auf dieser Brücke? Waren wir da etwa schon? Ich bin da! Okay. Ja, dann können wir doch mal über die Brücke. Ich würde sagen, dass das heißt neues Gebiet. Oder auch neuer Tod. Auch möglich. In dem Spiel ist ja alles möglich. Bislang auch noch keinen Teleporter gesehen. Eigentlich ja fast schon zu schade, um schön zu sein. Schönes Wortspiel. So eine Pestratti. Na komm, ich knöpfe mal vor. Wir brauchen dich. Wir brauchen dein Fleisch und deine Zähne. Und vor allem die Zehnerfahrung, wurde bemerkt. Deswegen töten wir dich einfach nur. Oh, muss wieder gleich auf den Tacho gucken. Ich habe so das Gefühl, das wird hier gleich ein ganz böses Ende nehmen. Ganz, ganz böses Ende. Das sieht hier nicht unbedingt gleich nett aus. Lass mich raten, da sind separat Kackiwurstchens. Und Gift natürlich. Wunderbar. Was war da? Irgendwas Tolles. Ein schönes Mittel zum Spritzen. Ach ja. Da haben wir auch Atommüll. Wunderbar. Was will man mehr im Leben? Was will man mehr? Nee, dann laufen wir da nicht lang. Wir laufen da mal lang. Da sieht's noch machbar aus. Wie viel Erfahrung eigentlich noch? Da läuft schon wieder irgendwas rum. Oh, das ist nicht viel. Das ist absolut nicht viel. Wenn wir das nämlich schaffen würden, dann hätten wir die Möglichkeit, erstens mal eine neue Waffe zu kriegen. Eine neue Waffe. Das sind schon mal 100% Erfahrung, die ich gesehen habe. Ach so, nee, das sind nur 25 Erfahrungen, die man da kriegt. Na, das ist ja lachhaft. Das ist ja wieder lachhaft. Ich glaube, die sind anfällig gegen Feuer. Das machst du nicht ungestraft. Könntest du den anderen anvisieren? Okay.
Interessant, dass er manchmal es im Target hat, manchmal nicht. So, das ist schon mal 75 Erfahrung. Oh, 75. Wunderbar. Dann habe ich da noch ein paar Piepmetze gesehen da unten. Die können wir uns da auch noch gönnen. Und auch noch was. Nö, ich wollte eigentlich schon wieder nicht mit reden. Ich wollte gerne die Blume einsammeln. Dankeschön. Dankeschön. Sehr nett. Sehr aufmerksam. Was haben wir denn hier? Schon wieder Metallschrott. Spielzeugauto. Aber ein cooles. Kein normales, sondern ein cooles. Ah, Raptoren. Oh, sogar zwei Stück. Na, leck mir doch eine Puberti hier, du. Puff. Vorsicht. So ein schöner, knuspriger, warmer Raptor, schön gegrillt auf dem Grill, wunderbar. So, ein Heiltrank müssen wir uns auch noch zwischen die Kiemen ritzen. Trockenfleisch, ein gutes Messer wieder, können wir alles wieder, die guten Sachen können wir wieder verkaufen. Boah, sieht zwar schön aus, aber mehr ist hier auch nicht. Also da ist noch was. Und was auch noch interessant wäre, wenn wir den Gift richtig ausgeskillt hätten. Oder Strahlung, was auch immer, alles was dazu gehört. Ob man denn auch in diese Gebiete reinlaufen darf, kann und möchte. Bleib hinter mir! Schakal hält wieder mehr aus. Sag dir mal kurz die Erfahrung. So, aber die haben immer noch kein Level up. Das gibt's doch nicht. Gut, immer noch kein Level up. Das gibt's doch nicht. Mehr kann man ja auch nicht machen, außer hier kloppen, kloppen, kloppen. Schade, ich dachte, wir schaffen das noch in diesem Part, dass ich das Level schaffe, aber leider nicht. In dem Sinne, wir sehen uns im nächsten Part. Chimidü! Outer Rinsen.